In 9 NATO-Mitgliedsländern gleichzeitig finden seit dem 1. Mai Übungen des Militärbündnisses statt. Auf diesem Truppenübungsplatz im Nordwesten Polens nehmen neben einheimischen Kräften auch Einheiten Dänemarks, Deutschlands, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten teil. Die Übungen verliefen gut, so ein US-Offizier. Man führe Manöver durch und Schießübungen mit scharfer Munition, sagt er. Und ein polnischer Offizier berichtet, dass unter anderem Leopard-Panzer und Militärfahrzeuge vom Typ Bradley eingesetzt worden seien. Es werde viel Munition verbraucht, man setze schweres Gerät ein. Die Übungen seien aufschlussreich und anstrengend, sagt er. Mit den Übungen will die NATO eigener Aussage nach die Einsatzbereitschaft der Truppen überprüfen. Das Verteidigungsministerium des polnischen Nachbarlands Belarus beobachtet laut Minsk jede Truppenbewegung, die im Rahmen des NATO-Manövers vollzogen wird.